Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir. Heute stehen bei mir 5 Stunden Training auf dem Plan. Ich habe mir eine ganz coole Route rausgesucht, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Heute sollen es auch so 32 bis 35 Grad werden, also ziemlich, ziemlich warm. Es ist wichtig, viel zu trinken. Deswegen werde ich zwischendurch wahrscheinlich auch einfach mal anhalten, meine Flaschen nochmal auffüllen. Ich würde sagen, wir reden aber gar nicht lange weiter drum rum, sondern wir starten mit dem Video. So, ja, ich bin jetzt auf dem Rad. Ist jetzt auch schon relativ warm. Euch aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank für das durchweg positive Feedback auf die letzten Videos. Hat mich sehr gefreut. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, ich werde schauen, dass das jetzt auch so weitergeht. Ja, habe jetzt ja meine letzten Klausuren geschrieben. Bin jetzt erstmal frei, muss nichts lernen, keine Vorlesungen besuchen und habe jetzt auch Zeit, mehr Videos zu machen. Jetzt geht es langsam so in die heiße Phase. Nochmal die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte, nochmal 3 sehr wichtige Bundesliga-Rennen mit dem Mannschaftszeitfahren mit Wenholthausen kommt auf jeden Fall auch noch. Und das andere Rennen, weiß ich gerade nicht genau, wo es ist, blende ich euch auch nochmal ein. Bei mir stehen heute 5 Stunden auf dem Plan. 170 Kilometer, 2500 Höhenmeter hier durch den Westerwald bis zur Lahn und ja, wieder zurück, am Ende durchs Vital auch teilweise zurück. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wirklich eine ziemlich geile Runde. Bin ich so noch nie gefahren. Und ich finde es eigentlich immer richtig geil, auch neue Strecken in eigentlich bekannten Gegenden zu erkunden. Und 984 Höhenmeter, also fast 1000 Höhenmeter sind im Kasten. Jetzt 2 Stunden 16 unterwegs, 28,6er Schnitt und 65 Kilometer. Langsam habe ich echt richtig Durst. Ich habe noch ein bisschen was. Wenn wir das jetzt aber ein bisschen einteilen, bis zu irgendeinem Getränkemarkt oder einer Tankstelle oder irgendwas. Weil es ist jetzt doch schon sehr, sehr warm. 32 Grad, 11 Uhr. Das Trinken natürlich wichtig. So, ich bin jetzt in Hessen und auch hier an der Lahn angekommen. War gerade bei einem Bäcker. Hier. Vielen Dank auch an der Stelle, denn hier konnte ich auch meine Flaschen nochmal mit Leitungswasser auffüllen. Ich setze mich jetzt hier ganz entspannt ein bisschen hin und werde hier noch meine kleine Verpflegung zu mir nehmen. Hier, das ist so ein Streuselteilchen mit Kirschfüllung. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Seht ihr das? Die Gänse haben auch Bock. Das ist doch einfach nur eine geile Location hier. Da vorne kann man Boote ausleihen, dann hier über die Lahn fahren, hier unten die Gänse, schön im Schatten, hier ist schön kühl. So, das Teilchen ist verdrückt und auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt noch so 80 Kilometer vor mir. Bisschen mehr, 1200 Höhenmeter, wird ein bisschen mehr als 5 Stunden dann heute. Ich finde solche Trainingstage sind eigentlich immer die geilsten. Ein bisschen rumfahren, zwischendurch mal kurz Pause machen, anhalten, dann weiterfahren. Ja, so lässt es sich doch leben. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier ohne Sturz wieder hochkomme. So, nicht, dass ich da runterfalle. So, dann würde ich sagen, kann es weitergehen.
bin diese Route oder allgemein hier in dieser Gegend noch nie gefahren, obwohl es ja eigentlich so nah ja, an zu Hause dran ist. Aber ich finde, das ist auch das, was Radfahren neben den Rennen ausmacht. Dieses ja, neue Gegenden erkunden, neue Wege entdecken. Beim Mountainbike war das noch mal ein bisschen krasser, weil man noch ein bisschen mehr naturverbundener war, sag ich mal. Aber auch beim Rennradfahren finde ich, ist das eigentlich das Geilste. Einfach fahren, neue Wege entdecken, Spaß haben und draußen an der frischen Luft und heute auch in der Sonne sein. Also top! Schreibt ihr auch gerne einfach mal in die Kommentare, warum fahrt ihr Mountainbike oder Rennrad? Was ist das Entscheidende für euch? Was macht diesen Sport so besonders? Jo, ist wieder so steil. Kleinster Gang, 39,28, 300 Watt und eine 50er Trittfrequenz. Puh. Aber macht Bock. Außerdem ist das Wetter einfach mega. Haben jetzt schon 34 Grad. Halb eins, 3,5 Stunden unterwegs, 103 Kilometer und 1600 Höhenmeter. Also sind nur noch 700 übrig. Waren jetzt 172 Kilometer, 2250 Höhenmeter knapp, also 2248, um genau zu sein. Fast 6 Stunden unterwegs. Auf jeden Fall eine ziemlich gute Trainingseinheit, hat sich ganz gut angefühlt, hat auch richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es beim Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Fahren. Wenn ja, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert schnell noch den Kanal, um keins der folgenden Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video hier auf YouTube. Also haut rein, ciao. Enjoy the ride, get some pillows in the Chevy.